Okay, Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ihr könnt es auch langsam nicht mehr hören. Ist der Spinosaurus jetzt in Jurassic World 3 oder nicht? Der eine sagt es, der andere sagt es. Ich gebe euch jetzt hier mit diesem Video Brief und Siegel drauf, dass ich jetzt den Beweis dafür habe, dass der Spinosaurus in Jurassic World 3 auftauchen wird. Ich gehe sogar so weit und sage, wenn das nicht der Fall ist, werde ich am 16. Juni 2022 im Livestream von Moviepilot zum Thema Jurassic World 3 seht ihr mich in einem Dinosaurierkostüm live bei Moviepilot. Ich bin auf jeden Fall tierisch davon überzeugt, dass ich den ultimativen Beweis dafür gefunden habe, dass wir den Spinosaurus in Jurassic World 3 wiedersehen werden. Damit wäre das ja auch das letzte Video zum Thema, ist der Spinosaurus mit dabei? Ich sage euch ja und das ist der Grund. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Die meisten von euch werden wahrscheinlich wissen, dass es einen sogenannten Dino-Tracker gibt. Das ist eine Werbekampagne, die von Universal gestartet wurde, um Jurassic World Dominion oder eben Jurassic World ein neues Zeitalter zu bewerben. Für die von euch, die es noch nicht kennen, ich erkläre das mal ganz kurz. Wir haben hier quasi auf der Seite www.dinotracker.com den Globus gegeben, ähnlich wie auch bei Google Earth. Und hier werden uns dann bestimmte Spots angezeigt, wo Dinosaurier-Sichtungen stattgefunden haben. Wenn man dann eben da draufklickt, kann man sich dann kleine Videos anschauen, die einem signalisieren sollen, ja, Dinosaurier leben jetzt in unserer realen Welt. Es ist quasi ein Meta-Marketing-Streich. Ich finde das Ganze ziemlich genial und habe mir da schon gedacht, okay, vielleicht finden wir hier auch kleine Hinweise auf Saurier, die uns noch nicht gezeigt wurden. Und tatsächlich, ja, das ist möglich. In einer programmierten Website gibt es den sogenannten URL-Code. In diesem URL-Code verbergen sich kleine Informationen, die wir entweder auslesen können oder die wir selbst verändern können, um dann zu schauen, was mit der Seite passiert. Wenn wir jetzt also auf die Website vom Dino-Tracker gehen und uns dann erstmal die Erde betrachten, sehen wir auf der rechten Seite den Menüpunkt Öffne den Geländeguide. Sobald wir dann da draufklicken, bekommen wir verschiedene Bilder vorgegeben. Einmal hier von einem Tyrannosaurus Rex, unten drunter auch von einem Allosaurus. Und hier merken wir jetzt schon ganz klar, der T-Rex hat schon ein richtiges Bild bekommen, quasi als wäre er von einer versteckten Kamera irgendwo nachts fotografiert worden. Es scheint sogar ein Bild zu sein aus dem 5-Minuten-Clip, den wir bereits gesehen haben. Der Allosaurus allerdings, der ist noch in so einer Vorstufe. Der wurde noch nicht wirklich gezeigt auf den Bildern. Der ist quasi noch geheim. Man weiß, er ist irgendwo da draußen, aber wir haben jetzt eben noch kein Bild von ihm bekommen. Das heißt, er wurde noch nicht wirklich lokalisiert. Klicken wir jetzt einfach mal auf das Bild des Tyrannosaurus Rex. Dann bekommen wir hier die ganzen Side-Informationen über das Tier. Gehen wir jetzt mit der rechten Maustaste auf das Bild des T-Rex und klicken auf in einem neuen Tab öffnen, bekommen wir quasi das riesige Einzelbild des Tyrannosaurus Rex. Interessant hierbei ist, dass sich der URL-Code jetzt verändert hat. Und zwar sehen wir jetzt oben im URL-Code ganz zum Schluss /T-Rex.jpg. Und da habe ich mir gedacht, okay, was, wenn wir das einfach mal verändern? Dazu muss ich noch sagen, ja, diese Idee ist nicht komplett auf meinem Mist gewachsen. Ich habe das Ganze im Internet gelesen, auf einer Forenseite, dass dann da bestimmte User schon mal ausprobiert haben, hier, was, wenn ich den Namen ändere und da vielleicht einfach mal den Namen Dilophosaurus eingebe. Interessantes Beispiel, ihr fragt euch, was passiert denn dann? Wir entfernen einfach im URL den Namen T-Rex und geben einfach mal ein Dilophosaurus und drücken auf Enter. Die Seite kann nicht gefunden werden, also wir haben hier keinen Bildeintrag vom Dilophosaurus bis zu dem Zeitpunkt dieses Videos. Jetzt kann man sich natürlich denken, okay, wahrscheinlich ist das nicht so einfach, den URL-Code zu manipulieren und irgendeinen Namen einzutragen, um dann den Saurier auch zu finden. Ich mache noch ein zweites Beispiel. Jetzt geben wir einfach mal ein den Allosaurus. Dann öffnet sich dieses Bild hier. Ja, wir haben jetzt also quasi den Beweis, okay, das funktioniert, das Ganze. Man kann Dinosaurier suchen, die schon irgendwie auf der Seite eingepflegt wurden. Das heißt, wenn wir bestimmte Namen eingeben von Dinosauriern, können wir davon ausgehen, dass die Dinosauriernamen auch auf der Website irgendwo zur Verfügung stehen werden, sonst wären sie nicht im URL-Code mit drin. Jetzt machen wir es interessant. Wir geben einfach mal den Namen Spinosaurus ein. Und ihr habt eben gerade noch gesehen, bei dem Dilophosaurus kommt ganz klar not found. Also da ist keine Seite vorprogrammiert. Wenn wir jetzt aber eingeben, Spinosaurus und klicken drauf, kriegen wir dieses Bild hier. Quasi die Vorstufe zu dem, was wir vom Allosaurus bekommen haben.
Irgendetwas ist im URL-Code unter dem Namen Spinosaurus in Bearbeitung. Wir haben das Bild jetzt hier, das sieht aus wie irgendeine geografische Karte. Ich weiß nicht genau, was die zu bedeuten hat. Eventuell wird damit festgelegt, wo der Spinosaurus auftauchen sollte. Aber das ist doch für mich ein ganz klarer Beweis, dass wir den Spinosaurus in Jurassic World 3 Dominion sehen werden. Probiert das gerne selber mal aus. Gebt mal oben in den URL-Code anstatt den Namen T-Rex einfach mal einen Velociraptor. Der wird euch angezeigt. Ankylosaurus werdet ihr finden. Und dann nimmt mal bestimmte Namen, die vielleicht nicht so populär sind. Guckt mal nach dem Actrosiraptor oder wie er heißt. Guckt mal nach dem Pyroraptor. Die sind alle nicht verzeichnet. Das heißt, da ist ein ganz klares Verzeichnis, not found. Irgendwas steckt unter dem /spinosaurus.jpg dahinter. Was das sein wird, ich schätze mal der Spinosaurus. Ich glaube, das ist der ganz klare Beweis, dass der Spinosaurus eine Rolle im Film spielen wird. Sehr wahrscheinlich eine extrem kleine. Aber ihr habt es jetzt hier gehört, wenn ich damit komplett falsch liege, ist eine Wette. Am 16. Juni 2022 bin ich live in Berlin bei Moviepilot mit dem lieben Ethan, dem lieben Sebastian und wir quatschen über Jurassic World Dominion. Wenn das nicht stimmt, wenn der Spinosaurus nicht im Film vorkommt, das ist jetzt hier meine Wette, wenn der Spinosaurus nicht im Film vorkommt, seht ihr mich in einem Dinosaurier-Kostüm live bei Moviepilot. Das wäre so krass, wenn das jetzt echt in die Hose geht. Ich gebe euch auf jeden Fall hiermit die Hand drauf. Sollte ich hiermit falsch liegen, wird es genauso passieren. Sagt mir jetzt mal eure Meinung zu dieser Theorie, zu dieser Spekulation. Für mich zu diesem unanzweifelbaren Beweis, wird der Spinosaurus in Jurassic World 3 auftauchen? Ist das hier nicht der Beweis? Ich meine, ich erkläre es nochmal. Wir haben hier einen URL-Code, der unter der Endung /spinosaurus.jpg eine Datei hinterlegt hat, von der wir wissen, dass die wohl dafür da sind, dass da später noch Dinosaurier nachgelegt werden, um eben zu zeigen, dass die jetzt auch entdeckt wurden. Ich hoffe, ich gewinne die Wette und muss nicht im Saurierkostüm im Livestream auftauchen. Schreibt mir außerdem gerne in die Kommentare rein, ob ihr vielleicht noch Ideen habt, mit welchen Themen ich mich mal auseinandersetzen kann. Zum Thema Godzilla, zum Thema Jurassic Park, zum Thema Jurassic World. Schreibt mir einfach alles in die Kommentare unten rein und dann sehen wir mal weiter. Ansonsten bin ich jetzt raus für heute mit diesem Video. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.